Zeuge Erich Rönig, Kaufmann, 58 Jahre alt, 89. Verhandlungstag, 14.09.1964. Aussage auf ein Tonband aufnehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ohne weiteres. Herr Rönig, Sie sind geboren in Gottesberg, Kreis Waldenburg, die Realschule in Waldenburg und das Pädagogium in Lehn bis zur Obersekundarreife. Jawohl. Das stimmt. Dann sind Sie in die kaufmännische Lehre gegangen. Sie waren zeitweilig in den USA als Volontär. Jawohl. Und sind dann nach Ihrer Rückkehr Kaufmann gewesen bis zu Ihrer Einberufung in die Waffen-SS. Im Jahr 1930 traten Sie der NSDAP bei, 1932 der SA. Stimmt das? Jawohl. Bei der allgemeinen SS sind Sie nicht gewesen. Nein. Aus der SA sind Sie 1934 wieder ausgetreten. Jawohl. Was war die Veranlassung dazu? Tja, der Druck, die Zeitbeschränkung, die man mir auferlegt hatte. Ich wollte meinen Sonntag für mich haben. Ja. Im Jahr 1933 sind Sie Blockleiter geworden und später Zellenleiter in Berlin und Blankenfelde. Ja. Und wann wurden Sie eingezogen zur Waffen-SS? 1940, der Monat kann ich nicht mehr sagen. Es könnte Mai gewesen sein. Könnte Mai gewesen sein. Und zwar wohin? Erst nach Kielce zu den Reitern. Mhm. Ja, und dann bin ich versetzt worden nach Auschwitz. Und zwar war das im Winter 1940-41? Es muss im Winter gewesen sein, ja. Ja. Im Winter 40-41 nach Auschwitz zur Kommandantur. Und sind dort zunächst hingekommen, zu welcher Kompanie? Ich weiß nicht, Josten war der Kompanieführer, da war ich aber nur ein paar Tage, weil ich ins Krankenlager musste. Ich zog mir eine Erkältung zu und vom Krankenlager aus wurde ich nachher zurückversetzt zur Kompanie. Innerhalb von 2 Tagen landete ich im Führerheim. Ja, also zunächst waren Sie in einer Wachkompanie. Vorgesehen zur Ausbildung. Ja, in der Ausbildungskompanie. Und da sagen Sie, waren es nur einige Tage. Wo haben Sie denn Ihre Ausbildung überhaupt bekommen, Ihre militärische Ausbildung? Kaum. Kaum? Ich war in Kielce und war als Reiter untauglich. Ich war da beim Schwadronzug zum Schluss und dann hat man mich abgeschoben. Ja. Sie sind dann, wie Sie eben sagen, krank geworden und wie Sie entlassen wurden, kamen Sie ins Führerheim als Leiter des Führerheims zum Aufbau. Das Führerheim war ganz neu und ich musste das aufbauen mit einem Kameraden, der mir zugeteilt wurde. Was mussten Sie aufbauen? Die Räume mussten hergestellt werden. Also Sie waren Ordonnanz dort, nicht? Ich war Ordonnanz und musste sorgen, dass die Truppenkantinen als solche, die ja versorgt werden mussten. Ja. Sie sind, wem haben Sie unterstanden, wie Sie im Führerheim? Eigentlich den Kommandanten, beziehungsweise dem Adjutanten. Dann, wissen Sie, wer damals Adjutant war? Tja, es gab so mehrere. Ich könnte Ihnen einige sagen. Frommhagen. Haben Sie Mulka erlebt dort? Ja, sogar sehr gut. Und war das Ihr Vorgesetzter? War praktisch mein Vorgesetzter. Ja. Seine Anordnung musste ich dann ausführen, wenn ich welche bekam. Die waren aber so, dass ich kaum welche bekam von ihm. Haben Sie auch das Stammlager einmal besichtigt oder wenigstens betreten? War für mich ja vollkommen uninteressant, weil ich ja außerhalb vom Lager war und betreten durfte ich es ja nur, soweit ich bis zur Kommandantur musste. Ja, ich will nicht wissen, ob es für Sie interessant war, sondern ob Sie es betreten haben. Nein. Sie haben es überhaupt nicht betreten. Das Lager, die Gefangenenlager, nicht nur Kommandantur und die umliegenden Gebäude, zum Beispiel die Verpflegungsabteilung und die Unterkunftsabteilung. Ja, also die Kommandantur lag ja außerhalb des Stammlagers, nicht? Außerhalb des Stammlagers? Ja, so viel. Schutzhaftlagers, ja. Ja, war niemals im Schutzhaftlager, Kommandantur. Sie war, ja eben. War außerhalb, sicher. Also waren Sie auch niemals im Schutzhaftlager? Niemals im Schutzhaftlager. Habe ich ja nichts zu suchen gehabt. Und Sie
wissen auch sonst über die Tätigkeit von Mulca wenig, oder? Ja, sofern ich sie kenne, kenne ich sie nur in dem persönlichen Konnex als Adjutant im Offizierskasino. Da war gerade die Übergangszeit, als ich das Waffen-SS-Haus übernehmen musste und dann als Leiter des Hauses der Waffen-SS. Insofern, wenn er mir Vorschriften machte über Zimmervergebung an Kameraden und so weiter oder an Zivilisten. Ich musste ja auch Zivilisten da unterbringen. Mhm. Und haben Sie sonst über seine waren Sie einmal bei ihm im Dienstzimmer beim Herrn Mulca im Adjutantenzimmer? Ja. Oh ja. Wissen Sie, ob an dem Eingang irgendeine Beschriftung war, die dieses Zimmer als Adjutantenzimmer kennzeichnete? Tja, es könnte Adjutant da, es könnte auch Obersturmführer dran gestanden haben mit dem Namen, aber das ist mir so. Wissen Sie nicht so genau. Dass man nicht darauf geachtet hat. Wissen Sie, ob Mulca damals eine Brille getragen hat? Ja, das kann ich nicht mehr genau sagen. Also das ist mir voll. Wissen Sie nicht mehr. Wissen Sie, ob er irgendwelche Schwierigkeiten einmal gehabt hat? Politischer Art? Oh ja, ich weiß noch einmal im Führerheim, als wenn er mir das Herz ausgeschüttet hätte, sagte er mir, ich habe von dem ganzen Kram die Nase voll und ich möchte am liebsten nach Hause und so weiter, so ähnlich hat er sich geäußert. Jedenfalls war politisch scheinbar doch nicht so eingestellt, wie man das vielleicht von einem SS-Führer erwartete. Ich hatte gemerkt, dass der Mann gewisse Hemmungen hatte, oder irgendwie deprimiert war. Das hat er mir so oft merken lassen. Scheinbar auch infolge seiner nicht ganz gesundheitlichen Lage. Und das interessiert uns weniger als ein Verfahren, was er angeblich gehabt haben soll. Soll ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden sein? Ich habe wohl davon erfahren, dass er versetzt werden sollte. Das nur mit seiner Einstellung oder irgendwie was, ich nicht wissen. Also ich wusste nur, dass irgendwie was mit ihm war. Dann war plötzlich ein neuer Adjutant da, wie der hieß, kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Wenn Sie mir den Namen sagen, könnt ihr ihn vielleicht bestätigen. Ich habe an den Zeugen keine Fragen mehr. Sind noch Fragen zu stellen von Seiten des Christen, von Seiten der Staatsmannschaft? Haben Sie mal gehört, dass der Herr Mulca verhaftet worden sei in Auschwitz? Verhaftet? Also das könnte ich mir nicht vorstellen. Warum? Darüber ist ja nicht gesprochen worden. Nee. Von Seiten der Verteidigung, hörst du mal, Gerhard. Herr Zeuge, kennen Sie das Haus 7? Haus 7, das ist das SS-Haus von, wo die Frauen der SS-Leute wohl einkaufen gingen. Das war nur ein Einkaufshaus, ja? Keine Gaststätte, oder? Die Ehefrauen der In Auschwitz. In Auschwitz, aber weil außerhalb des Lagers. Ja. Also nur zum Einkauf? Nur zum Einkauf, danke. Ja. Sind sonst noch Fragen zu stellen von der Verteidigung von den Angeklagten? Angeklagte Mulca, haben Sie keine Frage, keine Erklärung? Wie ist es mit der Beeidigung des Zeugen? Steht kein Hinderungsgrund? Also